Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. So, wir machen am letzten Speicherpunkt weiter und ich denke mal, wir müssen jetzt durch diese Tür hier durch. Ich glaube, diese war es. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Kommi da lasst, ein Like oder auch vielleicht ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt aber genug geredet und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich glaube, waren wir hier schon? Ah, genau, wir sind da hinten reingegangen. Genau, müssen hier unten weiter. Ich schau mal, ob hier irgendwelche Sprengfallen sind. Und ich möchte auch probieren, dass wenn jetzt irgendwelche komischen Moldet-Viecher kommen, dass wir da einfach mal durchrennen, weil ich nämlich nicht mehr viel Munition habe. Und die mir jetzt ein bisschen aufsparen will. So, okay, aber jetzt genug geredet und ich würde sagen, weiter geht's. Auf jeden Fall ganz vorsichtig und schauen, dass hier nichts irgendwie so eine Sprengfallen sind. Die machen nämlich ganz, ganz böse Aua weh. Sind wir da nicht hochgegangen? Nee, das war die andere Seite, gell? Ja, das war die andere Seite. Okay. Schauen wir uns hier erst nochmal um. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Ah, eine Bombe. Chemikalie. Chemikalie werden wir gleich mal kombinieren mit einem Kraut. Und wir haben jetzt noch eine Bombe. Okay, die Bombe werden wir mal hier hochlegen, dass wir die gleich wechseln könnten. Okay, let's fetch, würde ich sagen. Okay, wir können uns hier bloß ganz langsam fortbewegen. Aber erst würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier um, ob hier noch irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Ah, doch, hier. Ah, Magnum-Munition, immer gut. Dann laden wir die gleich mal voll nach. Genau, so haben wir wieder einen Platz gespart. Die ist voll nachgeladen, okay. Genau, wir laden uns erstmal alle Waffen voll nach, dass wir jetzt nicht irgendwie unterm Kampf auf einmal irgendwas nachladen müssen. Wäre nicht so vorteilhaft. Okay, schauen wir hier mal durch. Oh, mein Gott. Ja, stirb du doch, du elendiges Vieh. Okay, ich glaube, dass hier jetzt gleich irgendwas runterge. Damit kommt. So, ich hoffe mal. Ja, das werde ich mal was sagen machen. Hallo, ich hab dir den Schädel weggerotzt. Sag jetzt nicht, du stehst nochmal auf, ich dreh durch. Hinter uns schau ich, dass da auf einmal irgendwas kommt. Okay, da ist ein Kraut. Kräuterchen. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Können wir noch was kombinieren mit dem Kraut? Nope, wir können nichts kombinieren. Heilung nehmen. Scheiße. Verballere die ganze Munition.
mit den scheiß Viechern hier. Geht doch nicht so mit dem Durchlaufen, wie ich gedacht habe. Will immer genau vor einen stehen. Wenigstens ein bisschen Munition. Okay, hier sind wir gekommen. Wir haben auf die Schrotflinte und ein bisschen mehr Dampf dahinter. Und hoffen wir, dass der down ist. Mal so. Boah, ey. Haben wir wieder klar. Oh, wow, wow, okay. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. Aber dass dazwischen mal ein Speicherpunkt war, nicht wieder vom ersten Punkt aus anfangen muss. Dann müsste ich es vielleicht mal mit die Bomben probieren. Okay, man braucht schon ganz schön viel Munition. Oder vielleicht doch mal mit der Magnum. Okay. Na, kommt hier nicht einer? Okay, ich kann jetzt einfach mal durch, scheißegal. Na, da kommst du nicht durch. Okay. Eieiei, wollen wir eine andere Taktik einfallen lassen? Probieren wir es mal mit dir. Was ist denn jetzt hier? Scheiße! Oh, fuck. Okay, wir haben jetzt noch einen Schuss mit der.
Hä? War hier nicht noch einer? Was halten die aus? Gibt's doch gar nicht. Schon wieder bloß 3 Schuss. Okay, den Magnum haben wir jetzt nichts mehr drin. Dann legen wir. Legen wir die Bombe darüber. Jetzt müsste gleich das große Vieh hier kommen. Nein, Gott, was trifft er mich? Ist so beschissen bei denen, wenn die Sterbeanimation so extrem lang ist. Da weißt du nicht, sind sie tot, sind sie nicht tot? Kannst du weitergehen oder nicht? Ist ein bisschen nervig. Okay, da hinten war der Platz. Okay, da war die Bombe. Machen wir uns erstmal hier das auf noch. Maschinengewehr. Flintmunition. Okay. So und nehmen ein Kraut. Nehmen noch ein Kraut. Okay, wir sind wieder voll. Und werden jetzt hier erstmal gleich 2 Bomben hinlegen. Meine Fresse. Oh. So, wie schauen wir von der Energie aus? Boah, es ist fast wieder tot, ey. Okay. Nehmen wir lieber mal eine Heilung. Mal, dass sie gleich irgendwas zum Speichern kommt, sonst flippe ich aus. Okay, glaube ich, weiß schon, was ich jetzt hier mache. Da durchkommen. Ah.
Schneller, schneller, komm, komm, komm. Ja, da kommen wir nicht hoch. Keine Chance. Eieiei. Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ah, scheiße, scheiße. Okay, ich könnte rein theoretisch zur Kiste zurück. Weil die Viecher müssten ja eigentlich tot sein. Und hol mir den Granatwerfer jetzt. Weil ich muss fast zur Kiste. Komme ich dann noch zurück? Ich weiß es gar nicht. Probier's jetzt einfach. Ich hoffe mal, dass jetzt keiner mehr auftaucht. Gekillt werden sie ja eigentlich alle. Komm, das probieren wir jetzt einfach. Vielleicht komme ich ja noch zurück. Nehme den Granatwerfer mit. Weil anders, glaube ich, habe ich da keine Chance gegen die. Speichere gleich nochmal ab, dann ist die Passage schon mal safe. So, was legen wir jetzt weg? Mal auf jeden Fall. Flammengranaten. Und den Granatwerfer. Leg mal die Magnum weg. Okay, müsste so. So mal probieren. Okay, wir können bloß praktisch immer einen Schuss reintun. Ich weiß eben nicht, wie viele Schüsse die brauchen von dem. Die verrecken die Viecher. Aber das sehen wir jetzt gleich. Speicherpunkt wäre dann nicht schlecht da hinten irgendwie. Scheiße, dass ich eigentlich hochkomme. Na, geh hoch. Hier vielleicht noch irgendwas. Ja.
So, Leute, drückt mir den Daumen. Die ekligen Viecher wegbolzen kann. Jetzt gereicht oder nicht? Okay. So, Messer. Messer. Machen wir erstmal alles auf hier. So, Brennstoff, okay. Dann füllen wir den auch gleich mal auf. Sehr gut. Okay, der ist auch voll. Hier ist Messer. Da habe ich noch zwei Kisten gesehen, glaube ich. Also eine auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwo was? Da noch eine Kiste. Oh, erste Hilfe, sehr gut. Gehen wir hier mal hoch. Ist hier irgendwas noch? Also ich sehe jetzt hier nichts mehr. Oh, hier ist noch was. Oh, schön. Erste Hilfe. So, gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam an die Oberfläche wieder. So. Hier geht's runter. Vorsichtig, dass hier irgendwo so ein blödes Vieh rausspringt. Hier geht's nicht weit. Ah, das ist so ein Schlitzi. Oh, Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Und Munition. Oh, und erste Hilfe mit. Sehr schön. Karte. Okay. Okay, es kann eigentlich nur hier lang gehen. Und zwar durch die Tür dadurch. Ich speichere jetzt mal und würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Und ich würde mich freuen, wie ich am Anfang vom Video schon gesagt habe, wenn ihr mir ein Like da lasst oder auch ein Kommi oder natürlich auch ein Abo, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.